Hallo ihr lieben Leute da draußen, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Zahnmedizin studiere und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal so ein kleines Uni-Update oder so und erzähle euch einfach, wie mein erstes Semester so abgelaufen ist, was ich da zu tun hatte und ja, ob es mir denn noch gefällt. Ganz vorneweg sage ich schon mal, ich bin wirklich super froh, dass ich Zahnmedizin studieren darf. Es ist super schön, es macht mir super viel Spaß. Es ist noch besser, als ich es mir jemals vorgestellt habe, dass es sein kann. Und ja, ich bin einfach super happy und freue mich auf alle möglichen weiteren 10 Semester, die noch kommen werden. Falls ihr euch jetzt fragt, was genau finde ich denn daran ja so toll und spannend, ist es einfach, dass mich das Fach an sich ziemlich interessiert. Und auch sowas naturwissenschaftlich-medizinisches war schon immer so das, was ich studieren wollte. Und dann ganz besonders klasse finde ich auch, dass man nicht nur einfach so immer in Vorlesungen sitzt und Fakten lernt, was auch immer, was natürlich auch wichtig ist und das gehört auch dazu. Aber wir haben zum Beispiel jetzt im ersten Semester auch einen TPK-Kurs gehabt, also technisch propädeutischer Kurs heißt es bei uns. Das ist so, dass man da schon wirklich Sachen herstellt. Zum Beispiel macht man eigene Modelle oder man baut Prothesen oder man baut Goldkronen. Und das hat super viel Spaß gemacht, weil ich gerne auch praktische Dinge mag. Ich bin einfach nicht so ein Mensch, der einfach nur sitzt und was lernt, sondern auch gern was mit den Händen macht. Und das hat man halt bei Zahnmedizin total. Du bist schon am ersten Semester dabei und fängst an zu präparieren, zu bohren im Mund von natürlich keinem echten Patienten. Wir haben da so richtig schöne Phantomköpfe, nennt man die. Die, ja, da kann man. Ich bin natürlich top vorbereitet und habe hier mein schönes Gebiss. Hier hinten sind dann so Schrauben, dann kannst du es in so einen Metallkopf reinschrauben. Dann gibt es noch so eine Maske, die man da überstülpt. Sieht dann in etwa so aus, man kann den auch aufklappen und dann kann man so an den Zähnen rumbohren und Abdrücke nehmen, was auch immer machen. Und sowas macht mir halt mega viel Spaß. Ich finde das so cool, dass man direkt von Anfang an das macht, was man auch später macht und nicht die ganze Zeit nur in Vorlesungen sitzt und irgendwas lernt, das einem vielleicht weiterhilft, vielleicht auch nicht. Hat man natürlich auch, aber ich liebe halt dieses Praktische, dass du von Anfang an schon dabei bist, irgendwelche Sachen machst. Zum Beispiel das hier ist mein allererster Abdruck, ist nicht so gut geworden. Kann man durchgucken. Naja, diejenigen von euch, die schon eine Zahnspange haben, kennen das bestimmt. Da nimmt man halt so Alginat, das ist so ein schönes Pulver, mixt das an, packt das in so einen Löffel. Der hier ist ein wenig dreckig, ich weiß nicht, ich kriege das irgendwie nicht mehr sauber. Und dann, ja, kriegt man das im Mund und nimmt dann so einen schönen Abdruck, um dann später mit Gips irgendwelche Modelle herzustellen. Ich habe hier übrigens auch, das sind meine Zähne. Schick, oder? Sieht man's? Wurde von mir nämlich auch einen Abdruck genommen. Wir hatten einmal einen Kliniktag. Da sind wir dann schon ja, rüber in die Zahnklinik gegangen und haben gegenseitig bei den anderen Studenten Abdrücke genommen und die dann ausgegossen und geschaut, ob alles okay ist und einen Befund aufgestellt. Das ist halt mega, mega cool, mega spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich kommt dann aber auch so die Frage auf, woher kriegt man die ganzen Materialien? Und wirklich, man muss sich fast alles selbst kaufen. Ich habe hier zwei Kisten rumstehen, zwei Kartons mit Material. Ich habe eine Werkzeugbox mit allem Möglichen. Natürlich ganz wichtig, irgendwie ein Spiegel, eine Sonde. Braucht man alles. Und ich brauche zum Beispiel auch eine Maschine, muss man sich kaufen. So, hier sind Poliersachen, Fräsen, alles Mögliche. Das muss man sich halt alles selbst kaufen, auch so eine fette Maschine. Das kann schon ziemlich teuer werden. Allein so eine Technikermaschine kostet irgendwie 700, 800 Euro, wenn man die neu kauft. Und dann die ganzen anderen Sachen, alles, was man noch braucht. Das muss man halt so beachten, wenn man Zahnmedizin studieren will, dass das schon ein bisschen teurer ist, gerade am Anfang. Falls jemand doch der Meinung ist, dass ich meine ganzen Werkzeuge hier mal vorstellen sollte, dann schreibt mir das. Kann ich vielleicht machen, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe aber echt coole Sachen teilweise. Das zum Beispiel ist Phantomgold. Daraus werden Goldkronen. Sehr cool. Naja, auf jeden Fall. wie ihr vielleicht merkt oder nicht, ich weiß nicht, wie viel ich von diesen ganzen Sachen rausschneide. Ich bin super begeistert und ich freue mich, jeden Tag in die Uni zu gehen. Wirklich. Man hat natürlich auch noch andere Sachen außer diesen TPK-Kurs, aber der hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, auch wenn es super, super stressig war. Man ist da halt immer so, man fängt an zu arbeiten und dann wird das gleich benotet, ohne irgendwie einmal eine Probearbeit gemacht zu haben. Du machst da Dinge zum ersten Mal. Zum Beispiel schnitzt man einen Wachszahn aus einem Wachsblock. Wer hat denn das schon mal gemacht? Keine Ahnung.
Das wird halt immer direkt bewertet und ist schon ein bisschen strenger als in der Schule, würde ich mal so sagen. Also man muss sich wirklich gut anstrengen. Aber dieser Stress ist echt manchmal richtig hart. Also ich bin manchmal nach Hause gekommen und hatte die ganze Nacht Albträume von meiner Übung, die ich jetzt gerade abgegeben habe, und habe mir so schlimme Sachen ausgemalt und gedacht, dass ich den Kurs nicht schaffe und durchfliege und so. Das ist echt, das geht richtig, richtig stark auf die Psyche manchmal. Und man ist da immer im Dauerstress, immer im Dauerstress. Man hat Angst, man wird nicht fertig, man hat Angst, es wird nicht gut genug. Alles Mögliche. Also ich auf jeden Fall und auch die meisten Leute, mit denen ich so Kontakt habe, die waren auch so ein bisschen so, Hilfe, es ist sehr, sehr stressig. Sehr, sehr, sehr. So, diesen TPK-Kurs, von dem ich euch jetzt gerade erzählt habe, den hatte ich an 4 Tagen die Woche jeweils so 4 Stunden. Also das nahm schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Da gab es auch natürlich noch eine Begleitvorlesung zu, da hat man noch ganz viel über die Zähne gelernt und sowas alles. Ich hatte noch eine Vorlesung zu Werkstoffkunde, also was ist Gips, was ist Alginat, die ganzen Sachen. Ist nicht super spannend, aber manchmal schon ganz wichtig, das so zu wissen, denke ich mal. Dann hatte ich auch noch Physik, war jetzt nicht so mein Lieblingsfach, aber naja, gehört halt auch dazu, dieses ganze Naturwissenschaftliche, dass man da irgendwie Vorwissen hat, um nachher die anderen wichtigen Fächer besser verstehen zu können. Aber ich weiß auch nicht, wie mir diese Physikvorlesungen oder auch das Praktikum, das wir dazu hatten, wo wir dann nochmal Selbstversuche gemacht haben, dabei helfen, ein guter Zahnarzt später zu werden. Aber es hat wahrscheinlich einen Sinn, deswegen mache ich das halt mit und es ist okay. Im Praktikum hatte man auch so ein Skript, wo alles drin stand, was man machen muss. Das war dann ganz gut und auch ganz gut zum Lernen für die Klausur nachher. Was ein bisschen blöd war, weil an Physik war, dass man hatte halt die Versuche gemacht und musste dazu dann Versuchsprotokolle schreiben. Und die waren dann teilweise auch mal so, keine Ahnung, 15 Seiten lang oder so. Da musste ich so viel schreiben, jede Woche 10 Seiten oder mehr. Da hat man irgendwann gar keine Lust mehr auf Physik. Aber gut, ich habe es geschafft. Jetzt habe ich bestanden und darf ins zweite Semester übergehen, beziehungsweise bin jetzt gerade schon im zweiten Semester, hat gerade angefangen. Ich freue mich super doll. Ja. Es macht halt Spaß. Ich bin super happy mit meinem Studium. Und ich wollte heute einfach mit diesem Video euch mal ein bisschen davon erzählen, was mir denn an Zahnmedizin gefällt und was ich sonst noch so im ersten Semester alles erlebt habe. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen da draußen ganz interessant. Falls ihr irgendwie irgendwo zu noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal vielleicht.